herzlich willkommen zum Black Friday. Nach Thanksgiving USA ist jetzt Black Friday. Ihr wisst dann, wann dieses hier gedreht wurde. Also ich möchte mich im Namen von Darth Vader, Maul, Raven und so weiter, also von den allen Sith Lords überhaupt, bei den treuesten Kunden bedanken. Ich möchte mich für das Jahr 2017 bedanken. Jeder merkt, es geht so langsam zur Neige, richtig. 20 Tage und Episode 8 erscheint. 20 Tage, wir Alten, 60, 70 Jahre alt, ich nicht, aber ich sagte nur, wir Alten, okay, 50, 60, 70, in Ordnung. Wir, die Alten, 50, 60, 70, die jetzt so ungefähr. Und bei E9 dann vielleicht 70, 80, 90 schon sind, ich will es nicht hoffen, aber ist halt so. Sagen wir mal so, wir alten Star Wars Begeisterten, wie gemerkt, heute drüber philosophiert. Ihr merkt, hinter mir sieht es nicht mehr nach Star Wars aus. Es kommt natürlich eine neuartige Geschichte. Ja, ist halt so. Es passt einfach. So, da bin ich wieder. Immer bei den Filmaufnahmen geht das weder. Wenn das weder ist, die Regierung. Die Regierung braucht mal wieder was. Ist klar. Also, ich bedanke mich total und recht herzlich mit diesem Video bei allen Kunden, bei allen Realkunden, die halt nur im Copyhouse sind. Dann bedanke ich mich total und recht herzlich bei allen Kunden, die zum Medienhaus gehören. Wir machen ja auch Film, Fernsehen und so weiter. Wie gesagt, das ist ja die Abfallproduktion. Natürlich möchte ich irgendwann mal wieder einen richtig guten Film selber produzieren, aber selber produzieren kostet Geld. Crowdfunding, man braucht Leute, die Geld und so weiter, man braucht Schauspieler und so weiter und so fort. Also im Moment bin ich hier halt nur im Copyhouse zuständig, im Medienhaus zuständig und ich war ein ganzes Jahr, hurra, 40 Jahre Star Wars und das hat wirklich viel Spaß gemacht mit Star Wars. Aber nur mit den Richtigen. So, jetzt zu den Facebook-Indianern. Natürlich, Facebook ist in meinen Augen ein Hass-Buch. Da wird nur Hass rausgehauen. Wenn man mein Gesicht schon sieht, diese dumme Fresse. Ne? Leute, meine dumme Fresse seht ihr nur einmal und dann seid ihr weg. So einfach ist das. So einfach ist das. Das sogenannte Facebook-Hassbuch. Wisst ihr, Sith-Lords und Jedis und die da drumherum. Alles vollkommen okay. Natürlich, ich habe viele Gespräche jetzt gehabt zu 40 Jahre Star Wars und heute war mal wieder so ein Tag. Deswegen mache ich das Video, weil ich gesagt habe, meine lieben Freunde, ich habe natürlich den Yoda wieder vorgeführt. Da war die Batterie ein bisschen schwach. Er hat das Lichtschwert, ging nicht an, aber viele kennen ihn ja. Die Amerikaner haben das im Programm, die Amerikaner zeigen es. R2-D2 voll elektronisch ist halt auch reserviert. Der ist auch reserviert, sind ein paar hundert Euro, das ist richtig. Aber ich habe gesagt, spar. Kann sein, dass es zu Weihnachten, dann sind sie weg, das ist klar. Und ja, unser Eins kann seine Verbindlichkeiten bezahlen. In der heutigen Zeit als Unternehmer, als Klein- und Kleinstunternehmer, vor allen Dingen, wenn man hier mit Star Wars zusammengearbeitet hat, 30 Jahre lang. So, Disney hat es nicht so gern, dass man jetzt mit Star Wars Geld verdient. Haben die nicht so gern, deswegen Galaxy, Fantasy, Universe. Ihr seid in Fantasy Universe ab sofort. Mein bester Kumpel mit seinem Museum in Mönchengladbach, im alten Bismarck, oder Kaiser Bad, so hieß es, in München-Gladbach, Berliner Straße. Dort ist ja dieses sogenannte ehemalige Museum, das heißt ja jetzt irgendwann mit Galaxy, Space Galaxy oder so ähnlich. Wie gesagt, überall werden die Namen geändert, weil Disney, wie gesagt, mit Star Wars. So, meiner einer, euer Cataracts.
hat natürlich Probleme. Keine wahren, echten Probleme. Das hat er nicht. Euer Captain Rex, dem geht's gut. Aber wie gesagt, die Kunden da draußen, die Realkunden, haben Probleme mit diesen Figuren. Der eine sagt, ich bin jetzt Okkultist. Das ist Darth Vader. Aber egal, da drüben steht Kylo Ren in groß 1:1. Darth Maul war da in 1:1. Und die anderen Herrschaften sind hinten im Studio, stehen da. Ja, die Richard von Ren in voller Montur mit Masken. Ja, Revan ist auch da mit Maske, mit Haube, mit Schwert. Ja, die werden natürlich noch irgendwann hergestellt oder umgestellt. Also wie gesagt, er war ja, vielleicht komme ich gleich, mache ich. Ich mache jetzt eine super Session. Ich hoffe, dass es nicht so lang wird. Ich hoffe, dass ihr Spaß an dieser Sendung jetzt habt. Weil das ist die Abschlusssendung 2017, die alte Star Wars Lounge, die sich aufgelöst hat. Ich bedanke mich total und recht herzlich bei den 10 Kunden, die hier die Figuren regelrecht aus der Kulisse herausgekauft. Es war ja eine Kulisse, es war eine Filmkulisse. Es waren einige Sahnestücke geordert worden. Es hingen und hängen einige Sahnestücke, die Kunden halt gekauft haben, ist klar. Jetzt hängen hier nur Unikarte, die ich euch auch gleich vorstellen werde. Nur Unikarte von Jugendlichen, die das gezeichnet, von Profis, die das gezeichnet, gemalt haben, zur Verfügung gestellt, hergestellt für die Sendung und jetzt natürlich irgendwann mal einen Fan oder einen Kunden suchen, die das haben, hätten, gerne wollen oder. Ja, diese Figur hier ist leider auch nur eine Figur von von Walt Disney. Ist also jetzt, das ist jetzt keine Jack Pacific Figur, das ist eine Walt Disney Figur, 75 cm hoch und die anderen 50 cm von Jack Pacific sind ja hinten in der Ecke. Es ist da. So, wie gesagt, ob nochmal eine Star Wars Lounge gebaut wird, weiß ich persönlich noch nicht, weil wir natürlich noch ein Copyhaus haben, ein Medienhaus haben und wir müssen uns natürlich über die Filmindustrie Paperprint, Daten Highway, ne? Wir sind ja hier im Daten Highway Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen und wir versuchen ja jedem Kunden gerecht zu werden. Wir haben Teppiche ausgelegt, wir haben eine Wohlfühlatmosphäre ausgelegt, aber der Kunde von heute ist ein Geizkunde. Ein Kunde von heute will jedenfalls nicht hier in dieser Region. Diese Region, keine Ahnung, was. Da irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht muss ich eine andere Sprache lernen, ja, ich weiß es ja nicht, ne? Also ihr seid in Fantasy Universe, in einer sogenannten Star Wars, in einem Star Wars Universum und meine Superkunden, die ich sehr gerne habe, mit denen ich sehr gerne philosophiere, man muss nämlich nicht unbedingt hier kaufen, muss man nicht, darum geht es. Hier soll man Spaß, Freude haben. Man soll sich an diesen guten Stücken irgendwie laben. Wenn die Kinder reinkommen, sich so ein Lichtschwert schnappen da und ein bisschen spielen und meiner einer dann mit den Eltern irgendwelche im Filmraum arbeiten oder im Copyraum arbeiten, die Kinder dann irgendwie Spaß haben, so soll Einkaufen sein. Einkaufen soll ja Spaß machen, Einkaufen soll Erlebnis sein, aber nicht unbedingt kaufen. Man soll nicht immer unbedingt kaufen. Meine lieben Freunde, wenn man ein Jahr im ehemaligen Segerhaus gearbeitet hat, in London, an Piccadilly, wer das Segerhaus kennt am Piccadilly, ja, den Piccadilly-Platz in London, an der Oxford Street, seitlich, war das Segerhaus. Ich weiß nicht, ob es heute noch geht, ich habe mich nicht mehr darum gekümmert, es ist lange her, 1995 war das, 1995 für ein Jahr, am Piccadilly-Haus. Nähe Lafayette, diesen wahnsinn super Einkaufshaus. Lafayette hat ja auch immer im September schon Weihnachten eine ganze Etage. London ist eh eine andere Atmosphäre. England selber ist auch nach dem Brexit, wird auch vor dem Brexit etc. pp. Immer noch gut sein. So, jetzt werde ich einen Stellungswechsel machen und den Rest von Star Wars hier einfach nochmal in den Händen halten, mit euch philosophieren. Über Star Wars, wie gesagt, 20 Tage, meine lieben Freunde, wir sehen uns in E9, 21, 22 Tage danach, also 2 Tage danach, am 16. kommt dann nochmal eine Sendung mit Abschluss, dann sprechen wir nochmal über Star Wars, wie ist Star Wars, wie war Star Wars, macht es weiterhin Spaß, Echo und so weiter und so fort. An alle Begeisterten bei Facebook, alle Fans, die auch begeistert sind, so heißt die Gruppe, über 900,
ihr seid nun mal absolut begeistert, ihr seid Fans, ihr seid so. Unser Eins als Händler, und ist ja, ist klar, ich muss das einkaufen, muss es verkaufen, aber mittlerweile schweren Herzens gebe ich sowas ab, muss ich einfach mal gestehen. So, jetzt mache ich Stellungswechsel und zeige euch die anderen Sachen aus der Welt von Star Wars. Immer noch willkommen bei Star Wars, The Star Wars Show Deutsch. Wie gesagt, das Facebook ist voller Hasser, deswegen heißt für mich Facebook das Hassbuch, Hass, Hass, nicht wahr? Aber wie gesagt, wir wollen uns nicht über den Hass unterhalten, wir wollen uns über Star Wars unterhalten. Krieg der Sterne, 40 lange Jahre, ihr glaubt, Rolling Stones hat sogar, die Zeitung werde ich euch auch vorstellen, Rolling Stones. Oh ja, das ist eine gute Idee, muss man eben unterbrechen. Ihr sollt immer alles live mitbekommen. Ich werde jetzt Rolling Stones bestellen. Also ich bin kein Typ, der labert. Ich spreche natürlich in der Kamera, weil es mein Beruf ist, als Moderator etc., weil ich das mal gelernt habe. Aber ich bin kein Laberkopf, sondern alles, was ich sage, vor laufender Kamera kann bewiesen werden, weil alles da ist. Nicht nur die Ware da ist und so weiter, sondern auch andere. Ja? Mal gucken, aber Rolling Stones. Weil ich möchte euch eine... Ja, jetzt habt ihr mich tippen hören. Ist klar, könnte ich rausschneiden, lasse ich aber drin. Also ich habe jetzt diese Spezialzeitung bestellt von Rolling Stones. Das sind über 14 Seiten über Star Wars, 40 Jahre etc. pp. Es wird eine Sondersendung geben, auch von mir. Die werde ich explizit alles nochmal Register ziehen vom ersten Tag an. Ich werde schauen, ob ich im Keller, also im Lager, im tiefen Lager, Sachen noch finde aus dem Jahr 77, 79, wo... meiner eine anfing zu arbeiten, ich war da leider schon 20 Jahre alt, aber egal, ihr wisst wie alt ich bin, stehe ich auch zu. Bin aber stolz, bin stolz mit 60, euphorisch vor der Kamera zu stehen, euphorisch Ware in der Hand zu halten. Hier, habe ich versprochen, Verkaufsschilder. Zum ersten Mal in meinem Leben mache ich Verkaufsschilder dran, weil die Leute unbedingt für Weihnachten, okay, diese jetzt nach Weihnachten ist klar, weil es wurde ja gerade für Weihnachten reichlich eingekauft, aber nach Weihnachten schon geordert, der Preis bleibt, er geht nach Weihnachten nicht, oder wird nach Weihnachten nicht teurer, es bleibt. Ja, auch das mal schauen. Also wie gesagt, ich hatte gerade die Buchhaltung angesprochen, die möchte mir Rolling Stones besorgen. Mal gucken, ob er macht. So, wenn er sie findet, ist klar, bringt er sie mit. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, an sich hätte ich natürlich Lust, einen richtigen schönen Verkaufssender zu machen. Star Wars Verkaufssender, aber ich würde mit Disney richtig Ärger kriegen, also lasse ich es. Und das ist also ein euphorischer Fantasy-Universe, Star Wars-Universum. Na, wie gesagt, super Schnäppchenpreis, versteht sich. Verdammt günstig, hat mal viel Geld gekostet. Derjenige, welche kriegt es günstiger? Versprochen. Hier auch versprochen, wie gesagt. Keine Monatsgelder, die Zeiten sind vorbei. Star Wars knickt ein. So, worum geht es? Also ich habe eine tolle Figur, hatte ich euch schon gezeigt. Also wir haben nur noch Unikate. Wir haben jetzt nur Unikate, Unikate, die gebaut werden. Unikate, die gebaut werden, und hätte jetzt nicht Antworten brauchen, aber egal. Ich hänge die gleich wieder auf. Und ja, cool. Wie gesagt, hätte nicht Antworten brauchen. Wie gesagt, es gibt tolle Sachen, die Spaß machen. Für
für zum Beispiel Obi-Wan Kenobi-Fans. Für Obi-Wan Kenobi-Fans gibt es, wie gesagt, also alles, was mit Obi-Wan Kenobi zu tun hat, gibt es demnächst als Diorama. Wir haben uns auch unterhalten, ich weiß nicht, ob ich jetzt drankomme, ich glaube aber doch, dass diese Figur von Obi-Wan Kenobi, dass diese Figur von Obi-Wan Kenobi identisch ist mit dieser hier. Also die Nummer 32 Obi-Wan Kenobi von Star Wars identisch ist mit dieser hier. Könnt ihr euch noch erinnern, wie die frisch rausgekommen war, diese Figur mit diesem Lichtkegel hier? Help me Obi-Wan Kenobi, help me Obi-Wan Kenobi. Ne, zum Beispiel. Die könnte identisch sein, vermuten wir mal. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube die, nee. Also die sieht dem Guinness ähnlicher. Schaut mal. Die sieht dem Guinness ähnlicher, wir schauen gleich mal. Aus so einer Sendung können wir auch machen unter Fans, welche Figur ist also ähnlicher gemacht. Also das ist Alec Guinness als Obi-Wan Kenobi, viertes und erstes, wie damals war. So, jetzt schauen wir mal hier, ist das oder ist das nicht? Könnt ihr ja unten drunter schreiben bei YouTube oder bei Facebook. Ist das oder ist das nicht? So, wer überhaupt nicht funktioniert... Wer überhaupt nicht funktionierte, ist Kylo Ren. Also Kylo Ren, ihr habt ja vorhin gesehen, Darth Vader, das war irgendwie was Mächtiges. Da hatte man auch was in der Hand. Also er hier, das sagen alle Kunden, auch Fans, können sich mit ihm nicht identifizieren. Ja? Das ist immer so eine Sache hier. Cursor weiß ich gar nicht, wie abgelöst ist. So, hier zum Beispiel, na? Ist auch so eine Sache. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die abgeblieben ist, die Cursor. Kauf und nicht. Nein, da ist sie ja. So, die Rogue One Geschichte, die beiden, die dann leider da in der sogenannten Vernichtung, in der sogenannten Umarmung dann verstorben sind. Ne? So, Realfernsehen soll kommen, also Realserie soll kommen. Also die beiden sind also auch nicht so gefragt. Also die neuen Figuren sind noch nicht so gefragt. Die Jugend 89 geboren. 99 geboren, 2000 geboren, die Kinder, die zwischen jetzt 10 und 16 sind, haben nicht so den Hype wie wir Alten zwischen 45 und 65, sagen wir einfach mal diese Zahl. So, die New Generation, da weiß man einfach nicht, und die anderen, die mehrsprachigen, die mehr ausländisch sprechen, die wollen nur Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen und wollen damit spielen, die haben da gar keinen Sinn drin. Hauptsache, sie bekommen die Figur für einen Fünfer, du gibst 5 Euro, du gibst 5 Euro, komm, komm, Kind, ich viele Kinder, du mir geben 5 Euro. Ja, ich weiß nicht, aber so einfach ist es auch nicht. Ich habe auch keine 5 Kinder und kann nicht sagen, dass ich das unbedingt billiger haben will. Aber das ist halt so. Ja, wie gesagt, ihr seid immer noch in der Rest-Star Wars-Lounge. Es lohnt sich nochmal vorbeizukommen, Schnäppchen zu machen, wie gesagt. Viel günstiger wird es unter dem Preis von Amazon wird es geben, auf jeden Fall. Diese Figuren werden rausgehauen werden. Ja? Die Frage lautet nur, ob man die nochmal einkauft, ob man die nochmal leben lässt. Das muss man sehen, da müssen wir mal drüber reden. Ne? Cursor. Wie gesagt, im Galaxy Universe, nein, Fantasy Universe. Ich denke mir alles noch aus. Nach Weihnachten, nein, nach dem Film reden wir. Wie gesagt, wenn ich die Rolling Stones Zeitung bekommen sollte, werde ich mir die 14 Seiten und ich werde auch zeigen. Ich werde auch einen Green Room aufbauen. Wir werden uns im Green Room dann nochmal kurz unterhalten. Ich werde dann nochmal drüber philosophieren. Ich bin jetzt wieder weg, weil das war schon lang genug. Ich versuche immer die Sendung niedrig zu fahren, damit ihr auch Spaß habt, dass ihr auch Interesse habt, euch das anzuschauen. Wie gesagt, ich bin wirklich ein Fan von Unikate, ja, von Sachen, die keiner hat. Das finde ich toll, weil wenn ihr sowas mal in einer Wohnung seht, wenn die dort hängt, so etwas und eine Figur daneben. Wie gesagt, es wird ordnungsgemäß noch gemacht hier. Es wird wirklich ordnungsgemäß noch gemacht. Es soll wirklich noch wunderschön werden. Und daran arbeiten wir, beziehungsweise ich arbeite daran. Ein Wir gibt es schon. Wir sind ein riesen Ding, aber ich stehe halt im Moment vor der Kamera. Ich muss im Moment die Rübe in den Himmel halten hier und vor die Kamera. Und für alle Obi-Wan Kenobi-Fans, es ist sicherlich
Es ist sicherlich irgendwas Tolles dabei. Ja, auf jeden Fall. Ihr merkt schon, ich verfalle wieder in den QVC-Modus hier. Ist wieder Wochenende und Dreharbeiten. Ja, aber ist halt so. Irgendwo muss man ja auch Geld verdienen. Wie gesagt, den QVC-Modus wollte ich jetzt nicht generieren. Ich wollte da, wie gesagt, jetzt nicht vor der laufenden Kamera hier die Figuren anheizen und verheizen und animieren. Nein, es ist Weihnachten. Wenn ihr irgendwelche Geschenke noch benötigt für Star Wars-Fans, seid ihr hier natürlich immer herzlich willkommen. Es wird natürlich jetzt immer nur ab 2018 wegen Han Solo, wegen Solo, Spin-Off etc. wird immer nur, wenn Weihnachten ist, also wenn ein Film eröffnet wird, wie jetzt E8, ist klar, haben wir natürlich Star Wars und die Figuren dazu. Und wenn dann, ist wieder weg, ist klar, wenn dann Han Solo kommt, dann wieder, wird da irgendwie was Specialiges gemacht werden. Und dann kommt natürlich E9 und dann wird auch wieder was Specialiges gemacht werden, weil bei E9 im Jahre 2019 geht die Post ab, also 2018 keine Convention, USA, ziemlich ruhig alles, auch The Star Wars Show ist da ruhig, aber 2019, wenn der Resort aufgeht, wenn da die Post abgeht, eine Riesenshow, meine lieben Freunde, da geht, also 2019, da brennt der Busch, ja, ist halt so. So, wie gesagt, überlegt euch, kommt vorbei, samstags Star Wars Stammtisch bleibt, wir unterhalten uns, aber es hat so viel Spaß gemacht mit echt tollen Star Wars Fans der ersten Stunde, mit den nachfolgenden Söhnen, Töchter, Kinder. Es hat so viel Spaß gemacht, das darf man mir ruhig glauben, deswegen mache ich jetzt hier diese Sendung zum Abschluss. Ich bedanke mich total und recht herzlich wirklich dafür, dass so viele da waren und auch, ja klar, aber ich persönlich habe ja nichts davon. Ihr wisst, ein Händler bezahlt seine Rechnung, indem er seine Ware verkauft. Er bietet Ware an, die er vorher eingekauft hat, und dann verkauft er die Ware. Aber für mich ist Star Wars keine Ware. Für mich ist Star Wars auch keine Geldanlage. Für mich ist Star Wars Spielzeug. Seid mir bitte nicht böse, ich komme nur noch aus dem Spielzeughandel. Und für mich ist das Spielzeug, das sind Püppchen. Die haben halt es geschafft, wenn ich bedenke, 1966 zum ersten Mal Star Trek gesehen, 1979 dann, wie gesagt, als Darth Vader bei Karstadt und am Limbecker Platz der Stadt Essen und Lichtburg rumgerannt da in der 5. OG und Lichtburg da ein bisschen Animation gemacht. Der Hype ist erst 1999 entstanden, nach E1 ist der Hype entstanden und ja, der schlechteste Film haben einige. Klonkrieger, also Clone Wars, ist halt in euren Augen der schlechteste. E4 ist natürlich einer, wohl 40 Jahre E4, hallo. Rogue One hat E4 nochmal angeheizt. Rogue One hat E4 nochmal nach vorne gehauen. Es hat so viel Spaß gemacht, aus Rogue One ins eigene Kino, ja, passen nur ein paar Leute rein, aber egal, ins eigene Kino und dann E4 geschaut und Hammer. Ja, muss man einfach mal so gesagt haben. So, meine lieben Freunde, jetzt geht's wieder, ich packe das mal eben wieder weg. So, ich packe das alles wieder weg, wehmütig räume ich das alles wieder bei. Ja, vollmütig wird das alles wieder beigeräumt und während ich jetzt hinter der Kamera verschwinde, ist auch die Sendung schon zu Ende. Also, meine lieben Star Wars Freunde, alle bei Facebook normale, begeisterte, auf der richtigen Seite. Meine lieben Freunde, ihr seid und bleibt Freunde bei The Fans und die begeistert sind. Alle Fans von Star Wars, die auch wirklich begeistert sind. So, das sind fast 1000 Leute schon, weil wir sind eine kleine Gruppe, weil wir hier über alles sprechen. Hier gibt es keine Spoiler und so. Wir sind offen und ehrlich, sprechen darüber. Wir sagen, du, das war bläh. Ja, dann sagen wir auch, das war bläh. So, so einfach ist das. Wir werden nicht hinterm Ofen halten. So, wenn ich die Rolling Stones Zeitung bekommen sollte, werde ich eine tolle Sendung machen. Jetzt bin ich mal wieder verschwunden, denn jetzt muss ich die Sendung ja erstmal machen. Ne? Ich hoffe, sie hat gefallen.